an dieser Talkshow. Hier kann sich mancher große Sender eine Scheibe abschneiden. Eine ganz lockere Runde mit dem langen Tünn, mit dem Jagdoppel. Dieser Talk gehört nicht in die Provinz, dieser Talk gehört ins Fernsehen. Dann kann die Jagd darum rumkommen, so Bochum zu kommen. Der Oberer Paudorf, was die meisten ja alle nicht wissen, da ist er ein Riesentrainer gewesen. Der hat da Angebote von Leverkusen, vom HSV und der FCE ist natürlich schlau gewesen und hätte sie Frau Blume geschickt. Und deshalb ist er hier nach Köln gekommen. Ich möchte noch was erleben, ich bin topfit. Mein Ziel ist natürlich irgendwann nach Deutschland wieder zurückzukommen. Aus meiner Sicht Tradition wichtig, Erfahrungswerte sind wichtig. Und du kannst den Erfolg nicht kaufen. Erstmal muss ich sagen, wir hätten den Toni Pauzer in Köln wieder behandeln können. Ihr könnt ja Trainer bei Victoria Köln wieder. Da hätten wir Jod umgebracht. Aber das war schon mal nicht schlecht. Ne? Dann würde Herr Rienzo jetzt als Bundesliga. Findet euch hier bei mir im Lokal in Pinschow in Siegburg. Heute war zum zweiten Mal der FC Johnny Fußball Talk hier, die normalerweise immer in Köln halt waren. Der lange Tünn hat mich gefragt, ob ich mal komme und habe ich gesagt, sehr, sehr gerne. Ja, mich freut es halt zu sehen, welch wachsender Beliebtheit sich hier die ganze Veranstaltung erfreut. Dass ihr was mit dem 1. FC Köln zu tun habt, habe ich sofort geguckt. Zeit, ja, nein, hatte Zeit, logischerweise, habe ich gefreut. Wenn man vor Jahren hier Trainer war und trotzdem noch angesprochen wird in Bezug auf diesen Verein, ist eine Sache, Ehre, wunderbar. Ich bin ja bei Victoria Wien Trainer und da hat es mir diesmal reingepasst. Habe ich gesagt, okay, dann fliege ich runter, er ist so lästig, er geht mir so auf die Nerven. Ich muss das jetzt erledigen und bin heute gerne hierher gekommen, weil es ja ein Stück Heimat für mich ist. Letztes Mal war auch schon Erfolg, nur diesmal haben wir eine super Truppe zusammen gehabt und ja, sind happy, dass das so gelaufen ist. Eine ganz lockere Runde, die sich hier versammelt hat, die über Fachthemen im Fußball gesprochen hat, aber auch über ein paar Themen abseits, die vielleicht nicht unbedingt mit dem Fußball zu tun haben. Und da hat der Tünn, glaube ich, eine ganz gute Rolle gespielt und die Leute ab und zu mal ein bisschen erheitern können. Gelungener Abend mit vielen guten Fachleuten, die wirklich dann sehr, sehr qualifiziert auch Äußerungen tätigen können. Mit dem langen Tünn, mit dem Jagdoppel, der dann immer wieder für Auflockerungen sorgt mit seinen Sprüchen, aber trotzdem mittlerweile auch ein Fachwissen hat, was mich selber überrascht. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Serie fotografiert. Es war ein herrlicher, ein sehr lustiger Tag und ich bin eigentlich auch froh, dass ich den Mann schon so lange kenne und habe das auch gerne gemacht. Ich finde es interessant, dass Kölner Originale sich auf der Schelen-Sick befinden und über Fußball unterhalten. Sehr positiv überrascht, ich finde das grandios. Das ist, glaube ich, auch viel Wirken vom Roland plus vom Wirt hier, dass das so eine große Nummer geworden ist. Plus die Gästeliste heute, also das ist schon eine tolle Entwicklung, die stolz und glücklich macht auf jeden Fall. Das ist schon eine Timeline-Prominenz, die ja schon richtig geil ist und auch, die auch viel zu sagen hat. Der Tünn hat es geschafft, aus einer kleinen Institution in Köln eine große Nummer zu werden. Er hat das Buch gemacht, er hat diese Talkshow hingekriegt und ich muss sagen, an dieser Talkshow, hier kann sich mancher große Sender eine Scheibe abschneiden. Das ist ein Weltbuch, das hat es in Köln noch nie gegeben und das wird es doch nie mehr so schnell geben. Das sind mit allen Bildern von den ganzen Größen, die in Köln damals waren. Und das war eine ganz andere Zeit, das kann man höchstens nicht mehr nachvollziehen. Da kann ja keiner drum rumkommen, so ein Buch mitzukommen. Das ist interessant, das ist spannend, das ist nett, das ist lieb, der Boris Weltspitze. Einfach, da muss man anders gehen. Ich habe das Buch natürlich gelesen, weil ich das auch toll finde, wenn einer vom alten Köln erzählt. Die Idee zu dem Buch hatten der lange Tünn, der Roland und ich eigentlich schon länger. Und diese Sehnsucht nach diesem Dialekt ist da. Deswegen funktioniert auch dieser Fußballtalk, weil die Leute Bock haben auf Authentizität, auf Leute, die sagen, was vielleicht nicht ganz politisch korrekt ist. Ich finde es gut. Ich finde es eine super Idee und es wird auch sehr professionell aufgezogen. Und es hat absolut Zukunft, weil die Leute wollen auch mal Blick hinter die Kulissen werfen. Dieser Talk gehört nicht in die Provinz, dieser Talk gehört ins Fernsehen. Und ich hoffe, sie schaffen es, dass irgendwann mal ein Fernseher aufschaltet und sage, hier, das sind meine Freunde, das ist der Talk.
ganz viel Reklame machen, auch ganz viel Reklame machen für uns. Also damit wir finanzieren uns zu 2/3 aus Spenden. Ja. Also von daher sind wir darauf angewiesen. Ja. Und wir freuen uns ungemein, wenn wir an so einem Tag an uns gedacht haben. Johnny hat gewonnen, das war unsere Zick. Und die geht niemals zurück.